Ja, guten Morgen und danke für Ihr Interesse. Ich heiße Leopold Bouvier-Azoulay, bin Studierendenvertreter der Zahnmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Möchte ich gleich beginnen, worum es uns heute geht. Wir wollen heute über das 72-Wochen-Praktikum und den daraus resultierenden Problemen sprechen. Kurz, was ist das 72-Wochen-Praktikum? Das sind die letzten 2 Jahre im Zahnmedizinstudium, sind im Moment 160 Studierende im 72-Wochen-Praktikum. Das ist die praktische Ausbildung am Ende des Studiums unserer Zahnmedizinstudierenden. Es dauert, wie der Name schon vermuten lässt, im Optimalfall 72 Wochen, allerdings gibt es einige, die länger brauchen. Im 72-Wochen-Praktikum werden die praktischen zahnärztlichen Tätigkeiten, wie Sie sie aus dem niedergelassenen Bereich kennen, übernommen. Die Arbeit wird dort von Studierenden verrichtet. Dem Ganzen liegt ein Leistungskatalog und Richtlinien zugrunde. Dieser Leistungskatalog definiert, in welcher Quantität und welche Leistung erbracht werden muss vom Studierenden, um sein Studium zu beenden. Der Leistungskatalog definiert das Ganze. In den Richtlinien ist eine Anwesenheitspflicht von 37,5 Arbeitsstunden pro Woche vorgeschrieben. Um das Ganze ein bisschen einfacher zu erklären, das Ganze aus Sicht eines Patienten: Man ist Patient auf der Zahnklinik, wird dann von einem Studierenden zu einem Erstgespräch gebeten, um die medizinischen Hintergründe zu erheben. Im Fall des Falles macht der Studierende dann Röntgenbilder und die sonst restliche Diagnostik und stellt seine Verdachtsdiagnose. Diese Verdachtsdiagnose präsentiert er einem Assistenzarzt an der Zahnklinik, der dann mit dem Studierenden das weitere Vorgehen bespricht und absegnet. Dann behandelt einen Studierende für etwaige Zwischenschritte oder Rückfragen, ist im Optimalfall ein Assistenzarzt verfügbar. In der Realität kann das aber zu Wartezeiten führen, dass man für kleinste Zwischenschritte 20 Minuten bis zu 20 Minuten wartet, um weitermachen zu können mit seiner Behandlung. Das nimmt den Studierenden Zeit am Patienten, Behandlungszeit, die notwendig ist, um sein Studium voranzukriegen. Und am Ende der Behandlung wird dann noch einmal von einem Assistenzarzt das Ganze begutachtet und dem Studierenden die Leistung zuerkannt. In der Zeit, in der man keine eigenen Patienten hat, sind Studierende dazu verpflichtet, sich gegenseitig zu assistieren. Das ist Arbeit, für die man nicht einmal für seinen Studienerfolg Punkte bekommt, für seinen Leistungskatalog, aber verpflichtend ist. Zusätzlich zu dem zu erfüllenden Leistungskatalog müssen unsere Studierenden Dienstwochen auf den verschiedenen Abteilungen einer Zahnklinik absolvieren, um das Studium abschließen zu können. Und diese Problematik ist jetzt, ich habe jetzt von Wien gesprochen, das Ganze ist aber österreichweit eigentlich dasselbe, dass man hier in Wahrheit einen Fulltime-Job hat. Mein Name ist Johanna Zechmeister, ich bin Vorsitzende der ÖH-Med Wien. Wir möchten heute eine Umfrage präsentieren, die wir unter den Zahnmedizinstudierenden im 72-Wochen-Praktikum durch die Studienvertretung Zahnmedizin durchgeführt haben. Das betrifft nur Zahnmedizinstudierende an der Universitätszahnklinik in Wien. Es haben ausschließlich Leute teilgenommen, die bereits im 72-Wochen-Praktikum sind. Gemixt zwischen dem 9. bis zum 12. Semester, einige, die auch länger studieren, dann über dem 12. Semester hinaus.
Wir haben nach der Zufriedenheit im 72-Wochen-Praktikum gefragt. Mehr als 40% der Zahnmedizinstudierenden im 72-Wochen-Praktikum sind damit eher unzufrieden oder sehr unzufrieden. Eine sehr interessante Frage war, ob die Studierenden das Gefühl haben, dass im 72-Wochen-Praktikum mehr die Ausbildung oder die zu erbringende Leistung im Vordergrund steht. Mehr als 3/4 sehen vor allem die Arbeit und die zu erbringende Leistung, die im Vordergrund steht. Nur 6% geben an, dass die Ausbildung wichtiger ist. Laut den Richtlinien, wie vom Kollegen schon erwähnt, sind 37,5 Stunden Anwesenheitspflicht pro Woche in den Richtlinien festgeschrieben. Tatsächlich arbeiten die Studierenden aber im Schnitt 48 Stunden pro Woche auf der Zahnklinik. Das ist wesentlich mehr, als in den Richtlinien festgeschrieben ist. Auch die Pausensituation ist sehr interessant. Über 40% der Zahnmedizinstudierenden im 72-Wochen-Praktikum haben fast nie die Möglichkeit, mindestens 30 Minuten Pause pro Tag zu machen. Bei einer Arbeitsbelastung von 48 Stunden pro Woche ist das erheblich. Auch die Möglichkeit, Mittagessen zu gehen, gibt es für die Zahnmedizinstudierenden im Schnitt nur ca. 2-mal. Wir haben dann auch die soziale Situation näher beleuchtet und haben gefragt, ob die Studierenden neben diesen 48 Stunden pro Woche auch noch erwerbstätig sind, um sich ihr Studium finanzieren zu können. Fast die Hälfte gibt an, nebenbei noch arbeiten zu gehen. 80% von diesen müssen das machen, um sich das Studium finanzieren zu können. Auch nehmen ca. 9% der Studierenden einen Kredit auf. Das ist, weil das Studium eine starke finanzielle Belastung darstellt für die Studierenden. Was natürlich dann interessant ist, ob sich aus dieser Arbeitsbelastung eine psychische Belastung auch herauskristallisiert, dadurch, dass man psychische Probleme durch die massive Arbeitsbelastung, haben wir gefragt, ob die Studierenden unter Schlafstörungen, Überforderung etc. leiden, und da kommt heraus, dass sie sehr, sehr häufig, also einmal die Woche geben 34% an, sehr oft geben 34% wieder an, also sehr, sehr viele Studierende leiden unter dieser Situation, und deswegen veranstalten wir diese Pressekonferenz. Ein wichtiger Punkt ist auch der persönliche Umgang der Zahnmedizinstudierenden durch das Klinikpersonal, also durch die Assistenzärzte und Ärztinnen. Die Zahnmedizinstudierenden werden schlecht behandelt, teilweise respektlos und unfreundlich, das geben leider die meisten an. Das anwesende Personalkontingent laut Richtlinien ist ja ein Betreuungsschlüssel von einem Assistenzarzt, einer Assistenzärztin auf 3 Studierende festgeschrieben. Dieser wird leider nicht immer eingehalten, und das anwesende Personal wird von den Studierenden auch als zu wenig erachtet, um für den Ausbildungsfortschritt ausreichend vorhanden zu sein. Dann noch eine Frage, wie oft die Studierenden Tätigkeiten durchführen müssen, die nichts mit der zahnmedizinischen Ausbildung zu tun haben. Zum Beispiel müssen die Studierenden mit ihrem Privathandy Termine mit Patienten und Patientinnen vereinbaren oder Material besorgen oder Reinigungen durchführen. Das machen, das geben 74% an, dass sie das sehr oft machen müssen. Also das ist wieder eine Tätigkeit, die hinzukommt zu dieser Arbeitsbelastung. Und im Schnitt verbringen die Studierenden 6,5 Stunden pro Woche mit diesen Arbeitsleistungen, die nichts mit der zahnmedizinischen Ausbildung zu tun haben. Dann ist noch ein Unikum, dass die Universitätszahnklinik eine Monopolstellung hat, dass die Zahnmedizinstudierenden ausschließlich an der Universitätszahnklinik das Praktikum absolvieren dürfen. Mehr als die Hälfte würde aber unbedingt, wenn es die Möglichkeit geben würde, woanders dieses Praktikum absolvieren. Das heißt, entweder in anderen Krankenhäusern, Ambulatorien oder in Lehrpraxen. Im Allgemeinen ist es eine sehr schwierige Situation der Zahnmedizinstudierenden in Wien, aber das war jetzt nur ein Umriss in das Praktikum, nur für die Zahnmedizinstudierenden im 72-Wochen-Praktikum. Guten Tag, ich darf mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Geiger Stefan, ich komme aus dem Vorsitzteam der ÖHMed Graz. Ich möchte kurz die Situation in den anderen Unistandorten außerhalb Wiens vorstellen, wie es Österreich aussieht. Wir haben in Graz ähnliche Ausbildungsordnungen und auch eine ähnliche Problematik. Auch bei uns ist es so, dass es eine zweijährige praktische Ausbildung am Ende des Studiums gibt, in der man die praktischen Fertigkeiten und Fähigkeiten erlernt. Und auch hier in Graz ist es bis jetzt so, dass wir keine Aufwandsentschädigung für diese Studierenden erhalten.
Wir als ÖHMed Graz haben uns gemeinsam natürlich mit allen anderen ÖHMeds regelmäßig und seit Jahren dafür eingesetzt, dass hier eine Aufwandsentschädigung entsprechend für diese Studierenden eingeführt wird und haben oft auf die Wichtigkeit und auf diese Problematik hingewiesen. Allerdings darf ich aus Graz auch eine sehr, sehr positive Entwicklung bekannt geben, dass vor allem die Zahnklinikleitung in Graz diese Wichtigkeit und die Problematik der Studierenden erkannt hat und einer unserer wichtigsten Unterstützer ist im Kampf für unsere Aufwandsentschädigung. Also es ist der erste Weg in die richtige Richtung, die wir hier in Graz bereits voranschreiten durften. Wir versuchen natürlich noch einmal auf diese Wichtigkeit hinzuweisen, dass diese Schritte vorankommen. Kurz zur MedUni Innsbruck. Die ÖHMed Innsbruck war in allen unseren Gesprächen in den letzten Monaten mit eingebunden, hat uns auch deren Problematik immer geschildert. Es gibt auch dort ähnliche Problematiken, auch dort gibt es keine Aufwandsentschädigung. Allerdings hat die ÖHMed Innsbruck uns leider kurzfristig abgesagt, da offensichtlich ein enormer Druck und auch gewisse Drohungen von Seiten des Rektorates und oder der Zahnklinikleitung gegenüber der ÖHMed Innsbruck ausgesprochen worden sind, da diese zum Teil schon als Angst vor Repressalien oder Studienzeitverzögerung etc. es sich nicht mehr getraut haben, zu einer öffentlichen Pressekonferenz zu kommen. Wir finden diese Entwicklung äußerst bedenklich. Es ist ein absolutes No-Go im Jahr 2016 mit erwachsenen Studierenden so umzugehen, geschweige denn ist es eine untragbare Situation mit der gesetzlich legitimierten Studierendenvertretung so zu verfahren. Es ist die Aufgabe der Studierendenvertretung, die Interessen der Studierenden zu vertreten und wahrzunehmen, und mit solchen Aktionen wird dies gefährdet. Ja, hallo, ich bin Philipp Flacke, ich bin zurzeit im Vorsitz der ÖH-Bundesvertretung. Das zahnmedizinische Praktikum ist natürlich nicht nur ein Wiener Problem, wie wir gerade gehört haben, sondern auch in Graz und vor allen Dingen in Innsbruck. Die Vorkommnisse aus Innsbruck sind natürlich massiv zu verurteilen. Also es geht gar nicht, dass Studierendenvertreterinnen unter Druck gesetzt werden und ihnen quasi der Mund verboten wird oder halt nahegelegt wird, dass es keine gute Idee ist, an irgendwelchen Presseveranstaltungen teilzunehmen. Also es gibt nicht umsonst Schutzrechte für Studierendenvertreter, die sind auch einzuhalten. Die gelten auch für zahnmedizinische und medizinische Unis. Die Praktika sind ein allgemeines Problem, das hat die aktuelle Studien- und Sozialerhebung auch wieder gezeigt. Wenn man sich anschaut, dass Lebenshaltungskosten zurzeit für Studierende durchschnittlich bei 930 Euro im Monat liegen und man dann ein 72, also sprich anderthalbjähriges Praktikum absolvieren soll, das im Endeffekt unbezahlt ist, wo noch nicht mal Kosten Logie, wo nichts dabei ist, was ein Realausmaß hat von 48 Stunden die Woche, selbst nach Richtlinien 37,5 Stunden die Woche zu absolvieren wären. Und dann soll ich mir nebenbei noch einen Lebensunterhalt verdienen. Da soll man sich tatsächlich fragen, wie das möglich sein sollte. Bei den Praktika gibt es natürlich noch ein ganz anderes Problem. Und das ist auch im zahnmedizinischen Praktikum das Problem. Das ist, dass die keine Krankenversicherung besteht, weil es halt als Lehrveranstaltung deklariert ist. Das heißt, die Studierenden sind nicht krankenversichert. Das ist gerade bei älteren Studierenden ein Problem. Die Studierendensozialleben hat gezeigt, dass bei über 27-Jährigen, gerade am Ende des Studiums, kann das durchaus passieren, dass man an das Altersspektrum fällt, 28% keine Krankenversicherung mehr haben, was relativ abstrus ist, wenn man sich überlegt, dass man eine medizinische Ausbildung macht und selbst keine Krankenversicherung mehr hat. Pflichtpraktika sind allgemein ein Problem. Ein Drittel dieser Pflichtpraktika sind nur zu bezahlt. Das heißt, zwei Drittel der Pflichtpraktika sind unbezahlt. Das ist natürlich bei einem zahnmedizinischen Praktikum von so einer Dauer und von so einem Stundenausmaß eine besondere Belastung bzw. eine Unmöglichkeit, wie man das vereinbaren soll mit Studium und Beruf. Die Arbeit ist sowieso ein wichtiges Thema. 60% der Studierenden arbeiten mittlerweile. Das ist eine ganz allgemeine Zahl. In der Zahnmedizin ist es nicht viel besser, wie wir eben gehört haben. Davon sind 75%, in der Zahnmedizin waren es 80%, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, auf die Arbeit auch angewiesen. Das heißt, es gibt keine Alternative dazu.
Sie fallen aus Beihilfen raus, etc. Das heißt, die Beihilfen reichen nicht aus, um das Leben zu erhalten. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass man bei 37,5 Stunden bzw. einer Realarbeitszeit von bis zu 48 Stunden pro Woche noch nebenbei arbeiten soll, dann soll man sich fragen, wie noch ein gescheites Studium möglich ist. Wenn man sich anschaut, dass mittlerweile 19,9 Stunden, also fast 20 Stunden, die durchschnittliche Arbeitszeit von Studierenden ist, dann kommen wir mal, wenn wir es hochrechnen, mal locker flockig in Richtung der 70 Stunden pro Woche. Da wird es dann schon durchaus spannend, wie das überhaupt noch vereinbar sein soll. Die wirklich kritische Frage dabei ist natürlich auch noch, wie leidet darunter die Qualität des Studiums? Das ist was nicht nur in der zahnmedizinischen Ausbildung liegt, sondern auch ganz allgemein. Es lässt sich ganz klar nach neuesten Zahlen nachweisen, dass ab 6 Stunden bereits schon eine deutliche Verringerung des Studienaufwands nachweisbar ist. Also das heißt, dann leidet die Qualität des Studiums. Und weil man dann im Bereich von einer Beschäftigung von 20 Stunden drüber geht, da kommt es dann auch zu massiven Studienzeitverzögerungen und dann verschärft sich die Lage nach hinten nur noch. Danke. Ja, also wozu führt uns das? Was ist uns wichtig? Abschließend möchte ich sagen, wie Kollege Flacke schon erwähnt hat, in Wahrheit haben unsere Zahnmedizinstudierenden einen Fulltime-Job, der unbezahlt ist an der Zahnklinik, müssen zum Großteil nebenbei arbeiten gehen, um sich das Studium zu erhalten. Da stellt sich zum einen die Frage, wo da die Gerechtigkeit liegt, wenn ich schon arbeite, dafür nicht bezahlt werde. Und zum anderen ist es ja nicht nur ein Thema für die Studierenden, es geht ja auch zum Teil um Patientensicherheit. Wenn ich 70 oder mehr Stunden die Woche damit verbringen muss, zu arbeiten, kann das durchaus Konsequenzen auf die Konzentration während der Behandlung von Patienten, Patientinnen haben. Das führt uns dann dazu, dass wir ganz klare Forderungen stellen, und zwar eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 950 Euro monatlich. Das Ganze kommt aus dem Kollektivvertrag für Arbeitnehmerinnen der Universitäten 2015. Hier gibt es einen Paragraphen, den Paragraphen 30, der studentische Arbeiter, Arbeitnehmerinnen definiert und ganz klar sagt, dass Medizinstudierende an medizinischen Universitäten im klinischen Bereich als Arbeitskräfte angesehen werden dürfen und so das halbe Entgelt der Verwendungsgruppe 3a, das wäre in Höhe von 1.897,60 Euro brutto pro Monat, zusteht. Gleichzeitig fordern wir die soziale Absicherung unserer Zahnmedizinstudierenden, insbesondere durch die Verlängerung der Bezugsdauer von Familienbeihilfe und Schaffung von zugänglichen und relevanten Stipendien bzw. Studienbeihilfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden in Kürze gleich für Sie für Fragen da. Das gesamte gesammelte Material der heutigen Pressekonferenz finden Sie auf zahn.oehmedwien.com/pk. Vielen Dank. Gibt es irgendwelche Fragen? Danke. Danke sehr.